Mit diesem Werk namens Hinterhof hat Luthier Joe 1931 an der 5. Nationalen Kunstausstellung Taiwans teilgenommen. Es war damals eines von zwei unterschiedlichen Werken einer Serie. Das andere Stück ist bereits verloren gegangen. Deswegen ist es umso erfreulicher, dass dieses Stück im Museum der Schönen Künste in Taipei gut aufgehoben ist. Im Zentrum des Hinterhofs sieht man eine Stockrose, daneben eine rote Malve. Dem hat der Künstler ein Zykasfarn und eine Palme hinzugefügt. Eine Henne mit schwarzem Gefieder und 5 Küken lässt es sich zwischen den Pflanzen gut gehen. Auf dem detailreichen Bild erkennt man den Wurm, den sie im Schnabel hält. Man erkennt, wie die Küken zu ihrer Rechten mit den Flügeln flattern und sich anstrengen, auch einen Happen des Wurms abzubekommen. Dieses Alltagsdetail lässt die Hühner auf dem Bild beinahe menschlich erscheinen. In diesem Bild sieht man die japanischen Einflüsse, denn Luthier Joe hatte in Japan sein Handwerk verfeinert, bevor er eilig nach Taiwan zurückkehrte. Die Erfahrungen dort und besonders die Maruyama Shijo Schule und ihre Stilleben hatten sich in Lüs Stil gemischt. Auch sonst lässt sich sein exzellenter Stil klar erkennen im Farbeinsatz und den Farbverläufen, die alle ausgesprochen raffiniert und dennoch mild und sanft sind. Dazu kommen die Pflanzen aus dem taiwanischen Süden und diese interessanten kleinen Details des Bildes, wie gerade die Henne mit ihren Küken und die Schmetterlinge und Bienen, die man durchs Bild flattern sieht. Das macht das Gemälde zu einem Genuss für seine Betrachter. Der Stil des Bildes hat auch mit Entwicklungen in Lüs Leben zu tun. Er hatte damals ein Kunststickereigewerbe eröffnet und seine Art, Farbflächen aufzutragen und auszufüllen, war stark von seinem Handwerk beeinflusst. Zum Beispiel finden sich auf den Blättern der Stockrose einige Flächen, die besonders herausstechen und die den plastischen Eindruck von Seide und Stickerei vermitteln. Oder zum Beispiel der Erdboden im Vordergrund. Da gibt es einige Stellen wie aufgetupft, die nach Lehm aussehen. Auch ihre Oberfläche erinnert stark an Stickwerk. Dieser Mix aus Stilen und Einflüssen aus Kunst und Handwerk macht dieses Werk Luthier Joes besonders wertvoll und es ist eine große Bereicherung, dass dieses große Kunstwerk der Nachwelt erhalten geblieben ist. Doch Luthier Joe hatte nach seiner Rückkehr aus Japan keineswegs seine Wurzeln im traditionellen, volkstümlichen Zeichenstil vergessen. Sein 1932 entstandenes Bild Tiger ist im Stil der traditionellen Tuschemalerei gehalten. Mit seinem länglichen, vertikalen Format auf einer hängenden Bildrolle gehört Luis Tiger zu der Sorte Bildern, die er als Berufsmaler für gut situierte taiwanische Familien malte, damit sie sich in den Wohnraum hängen konnten. Dieses Bild ist kein Stilleben, es fällt eindeutig unter die Kategorie volkstümlicher Malerei aus Taiwan. Eine Form der Landschaftsmalerei, die die Perspektive auflöste und Naturmotive von Vorbildern abzeichnete. Wann immer Luthier Joe als Auftragsmaler arbeitete oder wenn er Unterricht für Zeichenklassen gab, dann dienten solche Darstellungen als Vorbild, denn es war dieser Stil, für den ein Markt existierte. Als letztes sprechen wir über das Bild Blaue taiwanische Elster. Auch das ist ein längliches Format, eine Elster vor schlichtem Hintergrund, ein sehr gefälliges Bild. Auch dieses Bild ist sehr plastisch, im Stil traditioneller Tuschezeichnung. Und ihr Gefieder wirkt wie mit Stickereien verziert. Außerdem handelt es sich um ein Landschaftsmotiv mit Eigenschaften eines Stillebens. Die blaue Elster war ein beliebtes Motiv des Künstlers, aber dieses Bild ist das gelungenste, meisterhafteste. In diesem Bild sitzt die Elster friedlich da, während viele Bilder desselben Motivs die Elster in Bewegung zeigen. Einige dieser Bilder wurden auch auf den nationalen Kunstausstellungen ausgestellt. In diesem Bild bewegt sich die Elster nicht. Sie wendet sich nicht um oder spreizt die Flügel. Ihre Körperhaltung ist ruhig und elegant. In dieser Darstellung lässt die Elster ihren gesamten Schwanz nach unten hängen und während der lange blaue Schwanz nach unten weist, ragen Äste und Knospen im Bild nach oben. Eine wirklich starke, stimmige Komposition.
In der Ruhe liegt Bewegung, der Bewegung wohnt Ruhe inne. Dieses Werk in seiner Eleganz und Ausdruckskraft nimmt eine ganz besondere Stellung im Gesamtwerk Luthier Joes ein.